Sand ist das Ausgangsmaterial von Mikrochips. Zur Herstellung von Siliziumwafern wird geschmolzenes Silizium zu einem riesigen Monokristall gezogen. Dieser wird in Scheiben geschnitten. Das ist ein Siliziumwafer. Der Siliziumwafer wird poliert. Dann wird er mit einem lichtempfindlichen Resist beschichtet. Licht überträgt die Strukturen der Maske über Zeiss-Optiken auf den Wafer. Das Licht verändert die Chemie des Photolacks. Die belichteten Teile des Fotoresists sind löslich und werden entfernt. Durch Ätzen entsteht die Resiststruktur auf dem Wafer. Weitere Prozessschritte folgen, zum Beispiel das Auftragen einer Trennschicht und einer Kupferfüllung als leitende Verbindung. Überschüssiges Material wird wegpoliert. Diese Prozesse wiederholen sich mehrmals. Eine dreidimensionale Chipstruktur entsteht. Der Wafer enthält nun eine Vielzahl völlig identischer Chips. Diese werden aus dem Wafer herausgeschnitten. Der letzte Produktionsschritt ist das Anbringen der Kontaktierungen der Chips. Mikrochips sind Teil von elektronischen Geräten und ermöglichen Trends wie virtuelle Realität und künstliche Intelligenz.